Wenn man an das erste Videospiel aller Zeiten denkt, ist man häufig geneigt, an dieses hier zu denken. Pong. Die Geschichte der Videospiele beginnt allerdings schon viel früher. 1952 entwickelte Professor Alexander Sheftow Douglas, Spezialist für Mensch-Computer-Interaktion an der University of Cambridge, eine grafische Version von Tic-Tac-Toe für den EDSAC-Computer. Der Electronic Delay Storage Automatic Calculator war der zweite funktionierende Computer überhaupt, ein sogenannter Mainframe-Computer, was bedeutet, dass er damals noch ganze Räume füllte. Da es heute kein funktionierendes Gerät des EDSAC mehr gibt, seht ihr hier nun eine emulierte Version des ersten Computerspiels überhaupt. OXO oder auch Noughts and Crosses. Bis zum nächsten großen Sprung für die Videospiele sollte es nun 6 weitere Jahre dauern. William Higginbotham entwickelte 1958 als Chef der Instrumentation Division des Brookhaven National Laboratory das Spiel Tennis for Two. Es sollte während den Tagen der offenen Tür die Besucher unterhalten. Tennis for Two war das erste Computerspiel, welches für 2 Spieler konzipiert wurde. Es galt hier also, gegeneinander anzutreten und einen Ball über ein Netz zu befördern. Da der Ball allerdings von der Erdanziehungskraft beeinträchtigt war, titschte er immer wieder auf den Boden, was das Spiel bereits damals technisch ausgereifter machte als das circa 20 Jahre später erschienene Pong. Das Spiel war für 2 Seasons ausgestellt und wurde 1959 wieder auseinandergebaut. Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre entwickelten noch einige andere findige Köpfe Computerspiele. Da die Hardware allerdings damals, wie bereits angemerkt, riesig war, fanden viele dieser Spiele kaum Beachtung. So entwickelten beispielsweise 1959 einige Studenten auf dem TX-0 am MIT ein Spiel, welches sich Mouse in the Maze nannte. Hier konnte der Spieler Labyrinthwände platzieren, Käsestückchen und in manchen Versionen auch kleine Martinis im Labyrinth verteilen und auf Knopfdruck dabei zusehen, wie die Maus alle diese Dinge einsammelte. So innovativ die vielen verschiedenen Spielkonzepte auch damals schon gewesen sein mochten, sollte es ultimativ ein Space Game werden, was alles auf den Kopf stellte und den Stein ins Rollen brachte. Steve Russell programmierte zusammen mit einer Gruppe von Studenten des MIT 1961, also fast 10 Jahre nach Douglas' Tic-Tac-Toe-Spiel, ein Spiel mit dem Namen Space War auf dem PDP-1, einem neuen Computer zu dieser Zeit. Auch hierbei traten 2 Spieler gegeneinander an. Jeder steuerte sein eigenes Raumschiff und musste versuchen, den anderen abzuschießen. Nicht unbedingt einfacher machte es den Spielern dabei der Stern in der Mitte, der mit seiner Anziehungskraft die Schiffe kontinuierlich in seine Richtung zog und bei Berührung zerstörte. Dieses Spiel war so einflussreich, dass es durch den damals schon existierenden Vorgänger des Internets rege untereinander ausgetauscht wurde. Steve Russell selbst sagte einmal: "Wenn ich es nicht getan hätte, hätte jemand anderes etwas ähnlich Aufregendes innerhalb der nächsten 6 Monate programmiert. Ich war nur zufällig der Erste." Und der Aspekt des Spiels, der mich am meisten befriedigt hat, war die Anzahl der anderen Programmierer, die das Spiel dazu inspiriert hat, ihre eigenen Spiele zu schreiben. Wie einflussreich dieses Spiel jedoch für den Beginn der Gaming-Industrie tatsächlich sein sollte, würde sich erst in 10 Jahren herausstellen.
In der Zwischenzeit machte sich ein anderer genialer Kopf der Zeit so seine eigenen Gedanken über die Videospiele. Fernsehtechniker und Erfinder Ralph Baer dachte bereits 1951 darüber nach, ob man dem Fernsehzuschauer nicht die Möglichkeit geben sollte, das Geschehen auf dem Fernsehbildschirm irgendwie beeinflussen zu können. Als er diese Idee jedoch zu seinem Chef brachte, war dieser nicht wirklich begeistert, da seine Firma bereits mit der Produktion hinterherhing und so keine Zeit für Baers Erfindung war. Also lag dieses Projekt einige Jahre auf Eis. Baer gab jedoch nicht auf und er begann 1966 abermals an seiner Erfindung zu arbeiten. Das Ergebnis dieser Arbeit war schließlich das Spiel Chase, das erste Videospiel überhaupt, das auf einem normalen Fernsehset gespielt werden konnte. Den Kasten mit der Technik dahinter nannte Baer ganz einfach Brown Box. Für diese Brown Box entwickelte er noch einige weitere Spiele. Unter anderem auch ein Ping-Pong-Spiel. Auch wurde von ihm in Zusammenarbeit mit Bill Harrison die erste Lightgun für Videospiele überhaupt entwickelt. Als die beiden mit ihrem Projekt zufrieden waren, meldete Baer hierfür 1968 Patent an und fing an, seinen braunen Kasten verschiedenen Firmen zu präsentieren. Es war dann schließlich die Firma Magnavox, die Baers Konzept kaufte und hieraus die erste Videospielkonsole für den Heimgebrauch überhaupt entwickelte, die Magnavox Odyssey. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey gives you all the exciting action of hockey and 11 other challenging play and learning games for the entire family. Odyssey, a new dimension for your television. Now at your Magnavox dealer. He's listed in the yellow pages. Die Magnavox Odyssey kam schließlich im August 1972 in die amerikanischen Läden. Allerdings wurden nicht sehr viele Einheiten verkauft, da viele Konsumenten dachten, dass die Odyssey nur mit Magnavox-Fernsehern funktionieren würde. Darüber hinaus bewarben viele Händler das Gerät nur spärlich, weil sie nicht so richtig an dieses neue Konzept glaubten. Das System wurde mit zwei Controllern geliefert und wurde durch Batterien mit Strom versorgt. Die Odyssey hatte auch damals schon so etwas Ähnliches wie einen Modulslot, wie man ihn von späteren Konsolen wie zum Beispiel dem Atari 2600 oder dem NES kennt. Allerdings waren es damals noch keine wirklichen Module, sondern eher so etwas wie Circuit Boards. Denn auf ihnen war kein grafischer oder sonstiger Content gespeichert, sondern lediglich die Bewegungen, die in dem jeweiligen Spiel für die Pixel zugelassen waren. Die Odyssey hatte keinen Sound-Output und konnte auch außer den beiden Pedals und vielleicht noch einem Pixel als Ball keine Grafik darstellen. Dies wurde dadurch kompensiert, dass die Konsole mit grafischen Overlays geliefert wurde, die man am Fernseher anbrachte, um so quasi extern für die Grafik zu sorgen. Außerdem kannte das System, primitiv wie es damals noch war, kein Scoring-System und so mussten die Mitspieler sich gegenseitig überwachen. Die Spiele selber waren nur mit Nummern von 1 bis 12 versehen und nur durch die mitgelieferte Bedienungsanleitung konnte man wissen, welches Spiel zu welchem Overlay gehört. Hatte man diese Bedienungsanleitung also verloren oder verlegt, war man ganz schön aufgeschmissen. So primitiv wie die Odyssey aus der heutigen Sicht auch klingen mag, es war ein Meilenstein in der Geschichte des Gamings. Man sollte meinen, dass es von nun an mit den Heimkonsolen steil bergauf ging. Ein kleiner Schubser allerdings hat noch gefehlt. Und hier kommt Steve Russells Space War wieder ins Spiel.
Nolan Bushnell und Ted Dabney bauten basierend auf dem Spiel Space War 1971 eines der ersten Arcade-Games überhaupt, Computer Space. Insgesamt wurden 1500 Computer Space Cabinets hergestellt. Allerdings war das Spiel wegen der steilen Lernkurve eher unpopulär. Dennoch war es das erste in Massen produzierte Arcade-Game weltweit und Vorreiter für eine ganze Reihe an anderen Arcade-Spielen. Nolan Bushnell blieb trotz des ausbleibenden Erfolgs zum Glück hartnäckig und gründete schließlich zusammen mit Ted Dabney die Firma Atari Inc. 1972 war Bushnell zu Gast auf einer Trade Show, auf der auch die Magnavox Odyssey vorgestellt wurde. Auf dieser Show spielte Bushnell auch das Ping-Pong-Spiel auf der Odyssey. Er selbst sagte später einmal: "Die Wahrheit ist, dass ich absolut das Odyssey-Spiel gesehen habe. Ich fand es nur nicht sehr clever." Also nahm Al Elkhorn, Chefdesigner bei Atari, sich dieses Spiel auf Bushnells Anweisung vor und verbesserte es noch ein wenig. Die Pedals wurden lang und schmal, ein Scoring-System wurde eingebaut und der Ort, an dem der Ball auf den Schläger traf, bestimmte auch den Winkel, in welchem dieser wieder abgeschmettert wurde. Somit war Pong, so wie wir es heute kennen, geboren. Um das Spiel zu testen, stellten Bushnell und Dabney eine Pong-Konsole in ihrer lokalen Kneipe auf. Als der Kneipenbesitzer die beiden am nächsten Tag anrief, um ihnen mitzuteilen, dass die Maschine defekt sei, eilte Elkhorn sofort hin, um das Problem zu beheben. Er war jedoch sehr erstaunt, als er feststellte, dass das einzige Problem eine zu volle Quarterbox war. Der Automat streikte einfach nur, weil keine Münzen mehr in den Schlitz passten. Zu diesem Zeitpunkt wusste man bei Atari, Pong würde ein Erfolg. Und das wurde es auch. Insgesamt wurden weltweit über 19.000 Pong-Cabinets verkauft. Es gab für Bushnell und seine Firma jedoch ein kleines Problem. Nämlich Ralph Baer, den Erfinder der Brown Box und der Magnavox Odyssey. Dieser hatte nämlich bereits 1968, also 4 Jahre vor dem ersten Pong-Cabinet, Patent auf dieses Spielprinzip angemeldet und verklagte Atari, als er sah, dass diese viel Geld mit seiner Erfindung machten auf Schadensersatz. Die beiden Parteien einigten sich schließlich außergerichtlich darauf, dass Atari an Magnavox eine Lizenzgebühr von insgesamt $400.000 zu zahlen hatte. Ein lächerlicher Betrag im Vergleich zu dem, was Atari im Verlaufe der Zeit an Pong verdienen sollte. Der nächste logische Schritt, um eine größere Käuferschaft zu gewinnen, war nun, Pong zu den Menschen nach Hause zu bringen. Nach einigen Jahren war auch die Computer-Hardware-Industrie so weit, dass dies möglich war. Dabney und Bushnell entwickelten einen Pong-Chip, auf dem alle Daten der vormals riesigen Cabinets gespeichert waren. Der Chip kostete im Einkauf lediglich $10 und mit ihm ließ sich eine Konsole bauen, die sich für $100 wieder verkaufen ließ. Eine riesen Gewinnspanne also für Atari. Die erste Home-Pong-Konsole kam schließlich 1975 zum Weihnachtsgeschäft in die Märkte.
Home Pong wurde ein Riesenerfolg und Atari begann daraufhin weitere Konsolen zu bauen mit etwas ausgereifteren Versionen des Spiels. Als andere Firmen jedoch bemerkten, wie viel Geld man auf diesem Markt machen kann, begannen auch sie Pong-Konsolen zu bauen und zu verkaufen. ...1977 schließlich war der amerikanische Markt überfüllt mit einer riesengroßen Anzahl an Pong-Clones. Diese schiere Masse an Pong-Konsolen führte schließlich 1977 zum ersten Videogame-Crash in der Geschichte. Durch die unglaublich hohe Anzahl an konkurrierenden Maschinen waren die Hersteller gezwungen, ihre Geräte so günstig zu verkaufen, dass sie schließlich Verluste machten und die meisten Firmen daran pleite gingen. Der Markt für Heimkonsolen war fürs Erste gestorben. Hilfe sollte erst einige Jahre später aus dem fernen Osten kommen.